dissoziative Identitätsstörung ist das, was man früher ein bisschen fälschlicherweise multiple Persönlichkeit genannt hat. Das sind Menschen, die zwei oder mehr Persönlichkeitszustände haben, die unabhängig voneinander agieren können und die die exekutive Kontrolle von Bewusstsein und Handlungen übernehmen können. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, dass diese Persönlichkeitszustände unterschiedliche, ganz eigenständige Interessen, Wünsche, Bedürfnisse haben, auch unterschiedlich alt sind. Ja, und so ein bisschen unterschiedliche Persönlichkeiten darstellen. Dissoziative Identitätsstörungen entwickeln sich zumeist nach einer langjährigen, oftmals sexuellen Traumatisierung, oftmals auch im Kontext des Überlassenwerdens von Kindern zur sexualisierten Ausbeutung durch andere Menschen, oftmals Männer. Diese Störung kann gut behandelt werden, braucht allerdings einen längeren Zeitraum, viele Stunden von Psychotherapie, wo es in einem ersten Schritt darum geht, dass die Persönlichkeitsanteile miteinander in Kontakt kommen, dass man einen Konsens entwickelt über alle Anteile hinweg, was es irgendwie braucht, was wichtig ist. Da übernimmt der Therapeut zuerst so ein bisschen eine Moderatorenfunktion. Und dann gilt es in der Folge, noch ganz verschiedene andere Problembereiche zu lösen. Hier auch wieder wichtig ist, oft ein Gefühl von Sicherheit zu entwickeln und Ressourcen, die es gibt, zu aktivieren.